Leute und herzlich willkommen zu Vlog 99. Way! Okay, das hätten wir echt absprechen sollen. Es ist der letzte Vlog mit unserem wunderschönen Tannenbaum, denn der wird spätestens morgen ausgebracht, entschmückt und weggeworfen. Das macht einen verdammt traurig. Das macht mich gerade wirklich traurig. Dieses Wort wegwerfen ist irgendwie so... Böse. Ja. Es ist auf jeden Fall Samstag früh und wir sind nur noch morgen zu Hause, denn am Montag geht es für uns nach Österreich für eine Woche nach Ischgl, worüber wir uns so unglaublich freuen, denn da liegt Schnee. Und falls ihr es nicht bemerkt habt, bei uns regnet es. Es regnet immer. Immer, immer, immer. Ich glaube, den ganzen letzten Vlog hindurch hätte es einfach durchgeregnet. Heute sieht es auch nicht besser aus. Übrigens, gut, dass nichts drin war, als es mir runtergefallen ist. Und man sieht eindeutig den Schwachpunkt einer Tasse. Mal gucken, wie lange du überlebst. Ich weiß nicht, ob ich euch hier gezeigt habe, wie wahnsinnig viel Tee wir im Moment haben. Ich habe dafür was ganz Tolles gemacht. Ich bin noch nicht fertig. Aber das ist auch interessant. Ich habe den Wasserkocher so sauber gemacht, dass wow. Man sich da drin spiegelt. Der Wahnsinn. Sag ich doch. Und hier ist noch mehr Tee. Also kommt vorbei bei uns. Es gibt eine Teeparty. So Leute, wie ihr sehen könnt, es ist mittlerweile dunkel draußen, daher auch der Lichtschirm. Wir haben hier gerade ein paar Fotos gemacht und jetzt muss ich das Ganze abbauen, weil Fotos sind vorbei. Das ist das Kabel, oder? Ja. Und Barbara schneidet jetzt ihr Video für den Hauptkanal. Und danke fürs Licht. Ja, ich baue in der Zeit ab und bestelle ein neues Stativ, weil wir haben ein Problem mit dieser Schraube hier, denn das Gummi ist lose geworden und jetzt kann man dieses Kugelgelenk hier unten nicht mehr richtig feststellen und dann rutscht die Kamera immer runter. Das ist natürlich nicht nur ätzend für Aufnahmen, sondern auch gefährlich, weil wenn die runterfällt, das wäre mies. Wir haben uns gerade spontan mit Kathi und Philipp verabredet. Darauf freue ich mich schon jetzt. Wir fahren nämlich nach Köln und gehen da irgendwie essen. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich mir mal die Haare. Die sind zwar eigentlich schon heute gemacht gewesen, aber ich habe so ein Foto gemacht, wo ich so in die Haare fasse. Und, wie dem auch sei, der Punkt ist, das ganze Gel ist irgendwie schon wieder raus und das sieht so aus. Insofern muss ich das jetzt mal eben richten. Außerdem muss ich mir heute noch die Zähne putzen. Psst, ich hab's heute Morgen vergessen. Das Schwierige bei Haargel ist immer, es klebt unwahrscheinlich an den Fingern und man kriegt das schlecht ab. Und es klebt unwahrscheinlich im Kopfkissen. Deshalb wasche ich mir jeden Tag die Haare. Jedenfalls jeden Tag, wenn ich Gel dran habe. Weil ich es überhaupt nicht ab kann, wenn ich mit Gel schlafe und das ist alles in meinem Kopfkissen und dann lege ich mich mit dem Gesicht da rein. Irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht. Aber gut. So, fertig? Fertig. Sehr gut, los geht's. Ja, also das ist im Prinzip der Hello. Von der Doktor auf Englisch. Scheiße, was ist mit den Männern? Ja, okay, okay, stimmt, ja. Die zwei sind auch da. Hi. Hallo. Philipp hat Neujahrsvorsätze. Nein. Ziele. Ziele, aber das ist auch schon bekannt, weil ich das bei Slokus schon gesagt habe. Okay. Ich muss abspielen. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben,
wir sind, sollen wir sagen, wo wir sind? Oder auch nicht? Wir sind im schlechtesten japanischen Schnellimbiss aller Zeiten. Bento-Box. Und ohne Witz, ich glaube, im ganzen Jahr 2019 wurde ich noch nie so langsam getingelt. Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Bock, uns irgendwie was zu geben. Wir haben so lange gewartet. Oh, da kommt was. Das ist so typisch. Wisst ihr, das ist so typisch. Wir sitzen hier, ich weiß nicht wie lange rum, und es kommt nichts und es kommt nichts. Und jetzt ist es da. Gerade als ich mich beschweren wollte. Also, ich habe Edamame bestellt. Katja hat auch Edamame bestellt. Jetzt kommt die große Überraschung. Henrik hat auch Edamame bestellt. Und wie heißt es nochmal? Gyoza, Gyoza. Oh, sind die lecker. Wahrscheinlich wird das ganz anders ausgesprochen. Ich darf drei, hast du gesagt. Guten Hunger. Ja, danke. Hallo. Mittlerweile sind die Hauptgerichte hier angekommen. Es gibt dreimal Ramen und einmal eine Bowl, aber sie hatten keine Schüsseln mehr. Also auf dem Teller, aber das ist ja eigentlich wirklich egal, ob es schmeckt. Das ist panierter Tofu mit Reis und Weißkohl in einer Currysoße. Dessert. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Philipp, jeder von uns hat ein Dessert, ich auch. Nur der arme Philipp nicht. Nein, der arme Philipp ist so. Der muss abnehmen. Also, wir haben mittlerweile aufgegessen und wir suchen das nächste Restaurant, weil die haben irgendwie zugemacht. Und wir haben alle die Burgerstände schon hochgeklappt hier. Samstagabend in Köln. Neul. Wir wurden mittlerweile rausgeschmissen. Genau, deshalb suchen wir eigentlich was anderes, aber alles hat zu. Es ist so kalt. Und wir stehen jetzt hier auf so einer Verkehrsinsel. Weit und breit kein scheiß Kiosk, der noch auf dem Blatt. Du kriegst nirgendwo mehr Tee. Nein. Oder? Ich will wirklich Tee. Ja, auf jeden Fall, es gibt gar nichts außer Straßenbahn und die brauche ich jetzt nicht. Und ja, aber was ist das denn am Wochenende? Wir fahren extra in die Stadt. Ja, ja. Wir sind in Braunfeld. Welcher Trottel hat das eigentlich aus? Ich! Ehrlich, Kathi, ohne Scheiß. Naja, jedenfalls, wir suchen jetzt noch irgendwas, wo wir noch ein Getränk bekommen, aber es sieht schlecht aus. Auf jeden Fall, wir haben jetzt noch eine Möglichkeit. Hier ist noch so ein Italiener direkt neben dem Bento-Box da gewesen. Und die Frage ist, ob das jetzt auffällt. Wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung, müssen wir nach Hause fahren. Boah, Leute, also, manchmal ist das Leben wirklich zum Verzweifeln. Es stellt einem Herausforderungen, die man echt nicht meistern will. Jetzt habe ich in den Kofferraum gefasst, gerade um was rauszuholen und habe mir dabei meinen Schnitt am Finger wieder aufgemacht. Ich habe kein Pflaster getragen. War nicht so schlimm, habe ich gedacht. Wir sind 20 Meter gefahren, auf einmal stelle ich fest, oh nein, scheiße, ich blute wieder. Und alles tropft hier voll. So, übrigens, meine Hose versaut. Und jetzt seht euch das mal an. Ich musste an den Verbandskasten gehen und da sind keine Pflaster drin. Und jetzt sitze ich hier mit diesem komischen Ding, das auch noch runtergefallen ist, diese blöde Mullbinde, ohne Kompresse, ohne irgendwas und musste so um meinen Finger wickeln. Nimm das Leben. Das hier ist jetzt das Endergebnis von meiner hochprofessionellen Verarztung. Aber wir haben halt echt nichts anderes in diesem Kasten, was für so einen kleinen Schnitt geeignet ist. Ja, wenn jetzt der Henrik später mal in die Praxis kommt, dann mache ich euch solche Verbände. Professionell verarztet. So, liebe Kinder, lasst euch das eine Lehre sein und schneidet euch nicht in die Finger. Sonst seht ihr so aus wie ich. Und mit diesen Worten wollte ich mich von euch für heute verabschieden. Macht es gut. Ciao. Ist mir egal. Die Nachwelt muss das erfahren. Lass es da liegen. Du Teufel, du hast das alles nur hier reingesteckt. Und du, nimm meine gebrauchte Unterhose. Igitt, weg. Ich will sie nicht. Die sind so frisch, verdammt. Hier war alles voll und du hast es nur in den Schrank gestopft. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag und Henrik ist in seinem Kabuff. Und es ist der letzte Tag mit Weihnachtsbaum. Den werde ich nämlich heute noch entschmücken müssen, leider. Weil es für uns ja morgen nach Österreich geht. Und ich habe mir gerade meinen Tee gemacht und mein Video veröffentlicht, das, wovon ich euch im letzten Vlog erzählt habe. Da habe ich das gerade gedreht, sonst sind wir positiv und glücklich sein. Und wie schafft ihr es, 2019 echt zu eurem Jahr zu machen? Und ich habe so lange daran geschnitten und ich bin mittlerweile echt zufrieden, also jetzt ist es veröffentlicht, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern, also es ist besser so, aber ich bin echt am Ende zufrieden, so
mit dem, wie ich es geschnitten habe, weil es zwar lang ist, aber ich habe das Gefühl, man kann es sich noch antun. So, es sind 16 Minuten, also schaut da super gerne vorbei. Ich lasse euch das Video mal unten in der Infobox, aber jetzt wird gepackt. Eigentlich wollten wir schon relativ früh losfahren, damit wir halt auch früh ankommen und so und noch was vom Tag haben. Und mir fällt gerade ein, wenn ich Koffer packen will, brauche ich einen Koffer und der Koffer ist im Keller. Also kann ich wieder runterlatschen. Ah, die Koffer sind vollgestellt. Ätzend. Wir fahren auf jeden Fall morgen mit dem Auto, also haben wir wieder den Luxus, dass wir hier die riesen Koffer mitnehmen können. Und noch mehr Sachen, was echt gut ist, weil Wintersachen immer so viel größer sind als halt Sommersachen. Also ich brauche auf jeden Fall... Sehr gut. Was ich sagen wollte, ich brauche auf jeden Fall meine Winterjacke. Die sieht so aus und ist super schön warm. Und als ich das letzte Mal geguckt habe, waren oben auf dem Berg, auf irgendwie 2800 Metern oder so, in Ischgl minus 20 Grad. Ich glaube, dafür ist die Jacke eigentlich nicht ausgelegt. Ich glaube, gerade wenn es auch ein bisschen stürmischer und windiger sein sollte, werden wir das mit dem Skifahren eher lassen bei den Temperaturen. Weil ich habe das schon mal versucht und das macht jetzt nicht so viel Spaß. Oder zumindest mir nicht, weil es einfach zu kalt war. Ich hatte nicht die richtige Ausrüstung dafür und ja. Ich nehme auf jeden Fall das hier mit. Das ist so mein Fleece-Pulli. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Das Teil hier genauso. Und darunter ziehe ich dann eigentlich immer noch so meine Skiunterwäsche an. Genau, und noch meine Skihose, beziehungsweise man kann damit auch super einfach nur so wandern gehen, spazieren gehen oder so. Also die kommt auf jeden Fall auch auf den Ski- bzw. Schneehaufen. Dann fehlen aber noch eine Mütze und Handschuhe und meine Skibrille. Ha, Handschuhe. Und jetzt fehlt im Prinzip nur noch der ganze Rest. Guckt euch mal meinen Kleiderschrank an. Boah, Henrik war so gemein. Gestern kam der an. Und ich hatte halt ein bisschen Sachen hier auf dem Boden liegen. Der meinte, ich filme das, ich filme das, ich poste das irgendwo auf Social Media. Ob auf dem Vlog oder mit dem Handy. Und dann habe ich einfach alles genommen, als er runtergegangen ist, um die Kamera zu holen. Alles in den Schrank gestopft und jetzt sieht es halt dementsprechend aus. Danke, Schatz, wenn du das hier schneidest. Danke. Tap, ta, da, da. Und wie durch Zauberhand ist auf einmal alles wieder ordentlich. Also, das ist der Stapel, den ich mitnehme. Plus die Skisachen, die muss ich noch sortieren. Und Henrik ist auch schon gerade fertig geworden mit seinem Sport. Oh. Okay. Und offizielles Hello auch von mir. Ich bin zurück vom Sport und mache jetzt das gleiche wie Barbara, nämlich packen. Ich nehme an, sie hat euch nämlich schon erzählt, dass wir nach Österreich fahren morgen. Hat sie. Sogar schon zweimal haben wir euch das erzählt, meine Güte. Ja, ja, im Alter wird das Gedächtnis schwach. Okay, so sieht mein Kleiderhaufen mittlerweile aus. Hier habe ich die Packing Cubes gefüllt und einen frischen Schlafanzug, weil ich weiß nicht, wenn ich den mitnehme, ob das für eine ganze Woche so sinnvoll ist. Naja, Skisachen und ein paar Jacken, das kommt gleich alles in den Koffer, aber ich habe die Schuhe noch unten und die tue ich meistens zuerst rein, deshalb, ja. Außerdem haben wir mega Hunger und müssen erstmal was essen. Okay, ich habe Wäsche gemacht. Und nein, ich bin nicht die Wäschefee. Ich arbeite nur ausnahmsweise für die Wäschefee, weil die ist im Urlaub. Und jetzt bringe ich das nach oben. Oh. Und ich muss noch zu Ende packen. Habe ich irgendwie vergessen. Ja. Was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie die Kamera ablegen. Na gut. Der Zeitpunkt ist gekommen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich weiß, ich hatte diese Phase auch. Vor 2 Minuten? Ja. Ich habe sie überbrückt. Überbrückt, überwunden? Ich will aber nicht. Ich will auch nicht, dass du gehst. Ich will, dass du für immer in unserem Leben bleibst. Okay, komm jetzt. Nein. Es wird dunkel draußen.
Und wo jetzt der Baum ist, seht ihr, wenn ihr den Nadeln folgt. Mann, das sieht auf einmal so viel kahler aus. Das ist echt unglaublich. Furchtbar. Jetzt haben wir unsere Palme links auch noch weggeschmissen. Ja, stimmt. Die hatte irgendeine Krankheit, die ist eingegangen. Oder sie hat halt einfach ihre Lebensdauer beendet. Bei mir Ikea-Palme und wir hatten sie 2,5 Jahre. Ja. Boah. Und wir haben unsere Blumen weggeschmissen, die ganze Deko weg oder fast die ganze Deko. Ja, hier haben wir auch schon was in die Kiste da vorne, die ich euch gerade gezeigt habe, geräumt. Da war nur so eine Pflanze vom letzten Jahr Weihnachten, die haben wir auch mal weggeschmissen endlich. Genau, hier steht zwar noch ein bisschen, aber das sind auch hauptsächlich Kerzen. Ja, auf jeden Fall, irgendwie haben wir uns jetzt gedacht, wenn wir wiederkommen, machen wir nochmal so einen Abstecher ins Möbelhaus, Gartencenter oder irgendwo hin und machen es so ein bisschen wohnlicher. Also nicht, dass wir uns neu einrichten, aber... Nee, genau. Das wartet dann, bis wir umziehen. Aber ein bisschen schöne Deko, finde ich auch. Ja, es ist echt erstaunlich, was so ein bisschen Deko ausmacht. Das wollte ich früher auch irgendwie nie so wahrhaben und habe mir immer gedacht, das ist irgendwie so was Unnützes. Aber spätestens seit diesem Jahr, als hier so viel Weihnachtsdeko war, es war so unglaublich gemütlich. Ich habe mich so wohl gefühlt. Und jetzt, es ist schon wieder passiert. Verdammte Kacke. Könnt ihr das sehen? Hier, das waren mal Sonnenblumenkerne. Jetzt ist es Madenfutter. Wo haben wir immer Maden? Das ist das zweite Mal, dass wir jemals Maden haben, aber... Ach, leider gibt die Kamera das nicht so wieder, wie ich es mir gewünscht habe, aber hier sieht man schon so richtig, die haben so eine Art Spinnennetz gewoben. Na, da oben läuft sie. Könnt ihr das sehen? Kleine freche Made. Genau, jetzt musst du auf die zeig das doch. Dankeschön. Bin ich eine gute Frau? Manchmal schon. Bier trinken und schneiden. Gar nicht schlecht. Ja? Ja. Das ist echt gut.